Leute, Crymax hier, was geht ab, ihr Paulberger? Herzlich willkommen zurück zum Minecraft-Start, Leute. Was geht ab, Freunde? Lasst natürlich mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert, Leute. Und heute habe ich mal einiges Besonderes geplant für euch, Leute. Denn ihr habt es ja mitbekommen, in der letzten Folge haben wir die Hitmans zerstört. Wir haben hier noch die ganzen Hitman-Waffen, Leute. Ich werde die jetzt aber hier mal in der Kiste von mir verstecken, Leute, weil der Krieg ist vorbei. Wir brauchen keine Waffen mehr. Alles ist gut, Leute. Wir können die Sachen wegpacken. Ich behalte hier aber trotzdem mal aus Sicherheit noch die Maschinenpistole. Und wir haben hier sogar noch Candys Sonnenbrille, Leute. Die können wir ihm ja auch irgendwie mal wieder zurückgeben, oder? Was meint ihr, Leute? An sich, der Krieg ist vorbei. Wir haben uns ja wieder mit allen vertragen. Also Ende gut, alles gut, kann man eigentlich sagen. Oder, Leute? So, wir machen hier mal noch schön unser Inventar ein bisschen leer. Und dann würde ich sagen, Leute, wir flitzen direkt mal los in die Minecraft-Stadt. Mal gucken, was so abgeht. Und, hä? Leute, was sind denn hier für Schilder? Hey, deine Villa ist fast repariert. Flauschi. Flauschi hat meine Villa repariert. Die war doch komplett zerstört, Leute. Das war's. Ich bin weg. Mir reicht es. Candy. Leute, und Candy will wohl mal wieder die Stadt verlassen. Gut, das hat er eh schon 300 Mal gemacht. Der kommt sowieso wieder, Leute. Das interessiert mich nicht. Candy kommt doch eh wieder. Aber wir können ja mal kurz bei unserem Haus vorbeischauen, weil Flauschi meinte, dass sie das Haus jetzt repariert hat, Leute. Das hört sich ja eigentlich schon mal ganz gut an. Warte mal, wo sind eigentlich meine ganzen Autos? Die sind ja auch noch irgendwo hier in der Stadt verteilt, Leute. Wir haben ja hier noch unseren Rolls-Royce Cullinan und unseren Bentley, Leute. Warte mal, ich glaube, die waren noch da irgendwo bei der Hitman-Zentrale gestanden, oder? Ich hoffe, die stehen noch da und wurden nicht abgeschleppt, Leute. Okay, hier sind die Autos nicht mehr. Leute. Oh, da vorne ist ein Auto zumindest mal schon mal von uns. Zumindest der Rolls-Royce Cullinan. Dann fahren wir einfach den Rolls-Royce, Leute. Kein Problem. Ach, der Bentley steht auch hier. Okay, den können wir ja später noch abholen. Und let's go, Leute. Wir fahren jetzt erstmal bei der Villa vorbei. Oh, Flauschi schreibt doch gerade, Max, dein Haus ist fast fertig repariert. Ja, ich wollte da ja sowieso gerade mal vorbeifahren. Ja, das passt ja, Leute, weil wenn die Villa repariert ist, dann können wir auch vielleicht da mal wieder einziehen. Ich bin jetzt echt mal gespannt, ob Flauschi das repariert hat, die alte Paulbergerin. Und Leute, an der Stelle noch kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar, ihr könnt ab sofort den zweiten Teil von meinem Buch vorbestellen. Jetzt auf Amazon, Leute, kopfüber in die Pixelwelt. Checkt das Ganze aus. Let's go. Und ich habe auch gar nicht mehr so viel Essen dabei, sehe ich hier gerade. Deswegen gehen wir mal ganz kurz hier zu einem Chicken-Automaten hin. Oh, hier wurde leider auch noch nicht allzu viel gekauft. Sehe ich hier gerade. Vielleicht müssen wir da auch mal wieder ein bisschen Werbung machen, damit die Leute mehr bei unseren Chicken-Automaten kaufen. Oha, Leute. Aha. Oho, oho. Okay, ich sehe schon. Flauschi hat hier wirklich alles irgendwie wieder repariert. Also zumindest der Glastunnel hier sieht wieder gut aus. Okay. Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Wenn Flauschi mein Haus repariert hat, dann werde ich ihr wieder verzeihen. Oha. Hallo, Flauschi. Hallo Max, ist alles wieder in Ordnung? Ja, alles gut. Ich sehe ja hier gerade, du hast meine Villa wieder repariert. Hab dein Haus repariert und sogar aufgepimpt. Alter, also ich muss echt sagen, das sieht richtig gut aus hier. Ja, wir können uns das auch mal drin angucken. Ich hab's auch wieder eingerichtet. Leute, ist zwar nicht ganz original, so wie es war, aber in etwa. Aha, ja, sogar schön von Flauschi wieder eingerichtet. Ja, ja. Klar, mit einer Küche. Alter, sieht sehr gut aus. Und dein Kamin. Alter. Und Sachen ändern. Das ist nicht 1:1, aber ich habe es versucht, so gut wie möglich umzusetzen. Alles gut, Flauschi. Ich sag dir ehrlich, ich weiß das trotzdem sehr zu schätzen. Und der Krieg ist ja auch vorbei. Alles gut, wir sind wieder Freunde. Okay, sehr gut. Hier das hast du eine Friedenskartoffel. Oh, danke schön. Und ich gebe dir einen Friedenschicken. Oha. Alter. Sehr aber gut. Flauschi, ich muss dich gerade mal was fragen. Und zwar, hier meine Paulberger-Zuschauer haben mir nämlich in die Kommentare geschrieben, dass Candy irgendwie so eine neue Insel gebaut hat. Ach ja, seine Rainbow-Stadt. Eine Rainbow-Stadt, Alter. Die ist richtig krass geworden. Was? Kann man da hinziehen? Ja. Gibt es da Häuser und sowas? Das weiß ich nicht. Mich hat er noch nicht gefragt. Alter, ja, mich irgendwie auch nicht. Noch nicht eingeladen, aber ich war schon ein, zweimal da. Sieht auf jeden Fall krass aus. Alter, okay, das ist cool. Weißt du was? Ich werde mal Candy fragen, ob er mir da nicht ein Haus gibt. Dann kann ich auch mal für dich fragen. Ja, dann musst du mal rüberfliegen oder so. Rüberfliegen? Wie weit ist das denn weg? Das ist schon ein paar Blöcke. Also du musst Alter. So Richtung, diese Richtung über deine Chicken Farm noch drüber. Okay, okay, alles klar. Na dann aber danke, Flauschi, ja? Gerne. Du siehst dann auf dem Wasser so einen Regenbogenflughafen. Ein Regenbogen? Oha. Okay, danke schön. Tschüss. Gerne, guten Flug. Alter, Leute, habt ihr das gehört? Candy hat eine Regenbogenstadt gebaut mit einem Regenbogenflughafen. Das klingt ja überkrass, Leute. Ich sage euch ehrlich, ich will da jetzt auch hin. Oh mein Gott, wisst ihr was? Candy, der soll uns da mal hinführen. Candy, komm
zum Flughafen. So, Candy zum Flughafen. Wir treffen uns da jetzt mal mit dem. Und dann soll er uns auch mal in seine neue Regenbogeninsel da reinlassen, Leute. Ey, Leute, wir sind jetzt hier gleich am Flughafen angekommen. Oha, die Bühne hier wird ja pink. Candy schreibt, bin im Landeanflug. Okay, er kommt wohl jetzt zum Flughafen. Das ist gut, Leute. Oh, da vorne sehe ich auch schon den Flughafen. Oh mein Gott, Leute. Ich hoffe, er lässt uns auf jeden Fall auch zu seiner coolen Rainbow-Insel, Freunde. Okay, und dann fahren wir jetzt hier mal aufs Flughafengelände drauf. So, let's go, Leute. Und wo ist er denn, Leute? Er ist im Landeanflug, hat er geschrieben. Einmal Kalinin abschließen. Aha, Landung. Landung, wo ist er denn? Wo ist denn? Ah, da vorne kommt er. Oh, okay, okay. Sollen wir ihn mal abschießen, Leute? Nee, wenn wir ihn jetzt abschießen, dann lässt er uns niemals auf seine Insel. Lassen wir das mal lieber. Landung, Vorsicht! Oh, das war aber eine Bruchlandung, Mann, ey, Junge. Was schießt denn da so? Alter. Boah, das war aber eine Bruchlandung, Junge. Ja, klar. Aber ich kann es mir leisten. Ich kauf's einfach neu, denn bei mir auf der Candy Island sind alle reich. Alter. Wie reich muss man denn sein, um auf diese Candy Island zu kommen? Es gibt zwei Kriterien, die jemand mitbringen muss, damit er zu der Candy Island darf. Leute, ich will die auch jetzt mal unbedingt sehen. Ja? Nummer eins ist mindestens $1 auf dem Konto. Leute, das haben wir. Ja, okay. Und das zweite? Okay. Und Nummer zwei ist, man darf nicht iCrimex sein. Du wirst niemals zu mir kommen. Was soll das denn jetzt? Niemals. Warum? Wegen dir bin ich gegangen. Hä, was? Wegen mir? Du bist wegen Hitman gegangen, oder nicht? Du hast einen Distrack gemacht. Du hast meinen Play-Button zerstört. Du hast die Hitman zerstört. Du hast alles zerstört, was ich mir aufgebaut habe. Kenny, das sind doch schon voll die alten Kamellen mit dem Play-Button und sowas. Ja, aber ich habe trotzdem keinen Play-Button. Wegen dir muss ich die 1 Million jetzt chasen. Ja, kriegst du doch auch noch hin. Du hast in der Zwischenzeit schon 5-mal die Stadt wieder verlassen. Ja, ich sag jetzt dir ehrlich, ist das letzte Mal. Nein, Kenny, jetzt steig mal aus hier. Was willst du? Ich sag dir ehrlich, ich habe gehört, das soll voll cool sein, dein Rainbow Island. Hast du richtig gehört? Ja, ich will da auch mein Haus drauf bauen. Nein, ich sag dir nicht mal, wo das ist. Mach einen Abflug. Nein. Wie, du sagst mir nicht mal, wo das ist. Bau Schmalspur-Tower. Der Kenny, ja, der Kenny hasst uns ja voll. Keine Ahnung. Hä? Ey, Bro, zeig's mir doch zumindest mal, wo das ist. So. Hallo. Ich werde jetzt hier abheben. Candy, zeig mir doch zumindest, wo das ist mal. Candy C349, ey, Leute, was ist das? Candy lässt uns nicht auf seine Insel. So, ich repariere jetzt mein Flugzeug. Mann, ey, ich will abheben. Candy, zeig mir doch mal bitte zumindest, wo die Insel ist. Ich will's nur mal angucken. Nein! Du nicht. Weißt du was, Candy? Ich will sowieso nicht mehr. Ich habe sowieso kein Interesse. Beste Freunde dürfen da rauf. Alter. Ja, ich will sowieso nicht mehr auf deine coole, uncoole Insel. Okay. Ja, okay. Ich will sowieso nicht drauf. Ich wollte gerade ja sagen. Ja, doch, dann will ich drauf. Spaß, natürlich nicht. Das war nur ein Prank. Haha, ich wollte eh nicht. Das war nur ein Prank. Max, alles gut, willst du rauf? Ich nehme dich da mit einmal, wenn du willst. Leute, denkt ihr, er prankt mich wieder? Ja, ich will drauf. Natürlich nicht! Ja! Das war nur aus Mitleid gesagt. Ja, ich will gar nicht auf deine Schmalspurinsel. Okay. Geh weg. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ey, Leute, er lässt uns einfach gar nicht auf seine Insel kommen. Voll der Ehrenlose. Ey, wisst ihr was? Ich kaufe mir jetzt hier mal ein paar Schraubenschlüssel. Wir werden ihm nämlich hinterherfliegen. So, wer will auf meine Insel? Jeder darf sogar Max. Er schreibt jetzt in den Chat, dass jeder auf die Insel darf sogar Max. Wenn ihr nochmal mit ihm reden. Ja, ich hab ja in den Chat geschrieben. Weil! Ey, Leute, der hat uns schon wieder geprankt. Ciao. Er hat uns schon wieder... Ja, gut, dann lass es gut sein. Tschüss. Candy, ihr bittet Starterlaubnis. So, meine... Ey! Hä, was? Was war das denn jetzt? Weiß ich nicht. Ballerst du auf mich, Die Schüsse kamen von da hinten, ich war das Siehst nicht. Siehst du das Schaf da hinten? So. Wow. Tschüss. Ja, ciao, wir tschüss. Wir sehen uns. Okay, Leute, wir werden jetzt mal warten, bis er wegfliegt. Und dann werden wir ihm nämlich jetzt erstmal schön hinterherfliegen, Leute. So, welches hier ist mein Flugzeug? iCrimex. So, einmal einsteigen. Oh, wir haben gar nicht mehr so arg viel Treibstoff. Ich hoffe noch, wir kommen bis dahin, Leute. Aber wir müssen ihn jetzt verfolgen. Wir müssen hinterher. Oh. Pilot Candy hebt ab in 3, 2, 1. Oh, Leute. Und Candy startet durch. Wir müssen jetzt schnell hinterher flitzen. Wir müssen rausfinden, wo sich Candys geheime Regenbogeninsel befindet. Weil, Leute, ganz ehrlich, er lässt mich einfach nicht drauf. Er wird schon sehen, was er davon hat, Leute, ja? Vielleicht werde ich die ganze Insel einfach in die Luft sprengen. Bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr sehen wollt, was wir damit machen, Leute. Der wird auf jeden Fall seine Strafe dafür bekommen, dass er mich jetzt hier nicht auf seine Insel lässt, Leute. Ich dachte, die Probleme wären aus der Welt. Ich dachte, wir hätten uns wieder vertragen. Okay, Leute, wir fliegen ihm jetzt hier mal schön hinterher. Okay, das ist hier in Richtung der Chicken Farm, Leute. Wir fliegen hier in Richtung der Chicken Farm.
Ich hoffe, er hat mich nicht bemerkt. Wir sind ganz unauffällig hinter ihm. Oh, warte, er gibt Vollgas. Er beschleunigt voll. Leute, wir verlieren ihn. 100% Beschleunigung. Schnell hinterherfliegen, schnell hinterherfliegen. Er hat auch ein Sportflugzeug. Oh mein Gott, okay, wir dürfen ihn nicht verpassen. Wir dürfen ihn jetzt hier nicht verlieren, Leute. Oh mein Gott, wir müssen rausfinden, wo sich die geheime Rainbow Candy Insel befindet. Okay, hier unten ist unsere automatische Chicken Farm. Hä? Es ist noch weiter weg als die Chicken Farm. Das ist ja voll weit weg. Ich habe auch gar nicht mehr so arg viel Treibstoff, Leute. Das ist gar nicht gut. Okay, er wird langsam langsamer. Wir holen auf, oder? Alter, jetzt fliegen wir hier auf dem offenen Meer rum, Leute. Das ist ja... Oh mein Gott, da unten ist es. Ich sehe es da unten. Alter, da ist die Rainbow-Landebahn. Oh mein Gott, okay. Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Wir müssen da jetzt mal versuchen zu landen. Ich muss da runterkommen und wir dürfen jetzt das Flugzeug nicht beschädigen. Sonst sind wir da gestrandet und können nicht mehr abhauen. Okay, und... Langsam, langsam. Nein, nicht zu langsam. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ohne Fehler gelandet. So, er hat mich nicht gesehen, Leute. Das ist sehr gut. Er hat mich nicht gesehen. Wir packen jetzt mal schnell hier das Flugzeug. Jetzt werden wir ihn undercover verfolgen, Leute. Zack und... Ey, was haben wir für eine perfekte Landung gerade gemacht? Können wir mal darüber reden? Er hat hier einfach einen Rainbow-Flughafen gebaut. Wie krass ist das denn? Ankunft neuer YouTuber heute. Meint er etwa damit mich, Leute, als neuer YouTuber? Okay, wir rennen jetzt hier mal schnell hinterher. Ich sage euch ehrlich, als ob er mich hier nicht auf seine Rainbow-Insel lässt, Leute. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hey, Mann, ich kann ihn ja noch einmal die letzte Frage stellen. Und wenn er mich dann nochmal ablehnt, dann wird er sehen, was er davon hat. Oh, da vorne ist er. Da vorne ist er, Leute. Stecken uns hier mal hinter dem Baum. Hey, so. Candy ist... an Flauschi. Hallo, Flauschi, bist du hier? Der funkt gerade an Flauschi. Wo bist du denn, Flauschi? Die ganze Stadt, wie sieht's denn hier aus? Hier ist ja alles drunter und drüber. Och, Mann, ey, alles muss ich alleine machen. Hä, Flauschi alles macht auch hier bei der Insel mit? Flauschi meinte zu mir, die macht hier nicht mit. Flauschi hat mich auch angelogen. Blackjack für Candy, Blackjack. Blackjack? Hallo? Blackjack weiß auch davon? Sind die denn alle? Mann, ey. Ey, absolut jeder weiß davon, außer mir. Die wollen einfach... Leute, das ist eine Anti-iCrimex-Insel. Hier soll jeder dabei sein, nur iCrimex nicht, Junge. Ey, wie ehrenlos ist das denn? Alter, okay, die wollen mich hier... Spiel und Spaß. Die wollen mich wirklich nicht dabei haben. Gibt es nicht, und zwar iCrimex ist hier nicht willkommen. Alter. Aber hier gibt es alles, viel Geld und noch mehr. Und iCrimex gibt es nicht. Hier ist ein Kolibri und ich schau ihn an, aber ich mag ihn nicht. So. So, Candy, Hände hoch. Hä? Ich glaube, ich habe noch ein Video angelassen von Max. Erstmal disliken. So. Oha, er disliked sogar meine Videos. Hä? Candy, Hände hoch. Hallo? Hä? Hinter dir, au! Junge. Ah! Max? Ja. Was machst du denn? Damit auf hast du nicht Wie bist gerechnet. Du Was machst du hier? Ich hab dich verfolgt, Junge. Jetzt reiß runter, raus! Hau ab, verschwinde! Du wolltest mir nicht mal zeigen, wo die Insel hier ist und Blackjack und Flausch sind. Jeder, alle sind dabei, nur ich nicht. Max, willst du die Wahrheit hören? Was habe ich dir angetan, Candy? Ich dachte, wir willst wären Freunde. Willst du die Wahrheit hören, Max? Ja. Du bist natürlich willkommen hier. Wir waren immer Freunde, aber schau dir das an. Du lachst mich doch eh nur aus. Leute, ich sag euch ehrlich, ich glaube nicht, dass Candy... Ich glaube, der macht jetzt nur so, weil er Angst hat, dass ich hier Faxen mache. Ach so, ich war also eingeladen eigentlich. Eingeladen natürlich nicht, weil guck dir das mal an, du lass mich doch nur aus. Hey, was sind das? City. Hä? Was sind das hier für... Warum sind hier Seerobben? Ich weiß nicht, Stani meinte hier, das sind Freunde von mir. Ey, nein, der Naturschutz, hör auf! Ja, okay, ist ja gut. Hey, ja. Hör auf, wir haben hier Tiere, die gibt's auch nur einmal, ein Stinktier läuft ja auch irgendwo. Also komm, das ist deine Rainbow City jetzt hier. Ja, ist es. Mhm, okay. Och Mann, wie hast du es gefunden? Wer hat sie gesagt? Flauschi? Blackjack? Wer war's? Ich bin hier hinterher geflogen. Das kann nicht sein. Ich hab Flugabwehrsysteme an. Ja, anscheinend nicht. Ich bin hier nämlich hinterher geflogen. Mann, und das ist jetzt hier deine neue Stadt. Ja, da hinten. Also hier hat Blackjack jetzt so ein bisschen gebaut. Aber komm mit, hier vorne ist ein Tier. Nicht schießen, bitte. Okay, das ich schieß echt nicht. Nur einmal. Ich schieß nicht. Ey, Bro, wirklich. Wenn du schießt, werde ich dich erledigen. Okay, ich schieß wirklich Geh nicht. Geh mal nah an das Tier ran und guck das nur mal an erstmal. Es läuft jetzt weiter. Warte, ja. sollen wir draufschießen? Weiter, weiter. Näher. Das hat mich angepupst. Boah, mir ist schlecht. Mir ist ganz schwummrig. Boah. Ich taufe dich auf den Namen Candy. Ey. Und hier ist ein Waschbär noch. Max, hör auf. Nimm die Waffe aus der Hand. Wirklich. Okay, Candy. Entweder du lässt mich jetzt hier wohnen oder das Stinktier wird dran glauben. Warte. Oh, das hat mich schon wieder angefurzt, ey.
Attacke der Schadenstränke! Das sind immer noch keine... Ach, Candy, ey. Ach so. Ja, du kannst hier wohnen. Natürlich kannst du hier wohnen. Ah, geht doch, Leute. Okay, wir haben hier unser Grundstück. Okay, sehr gut. Ja, aber bis jetzt ist ja hier noch nicht so viel gebaut in der Stadt. Hier beginnen die Grundstücke. Nämlich hier sind die Straßen. Alter. Rainbow Design. Das ist eigentlich cool, Island, Leute. Das ist eigentlich cool, Rainbow Design hier. Finde ich cool. Und hier kann man dann Häuser bauen. Alter, alles drum und wie dran. Cool. Und müssen die Häuser Rainbow-mäßig aussehen? Ja, na klar. Okay. Und jeder muss doch sagen, Candy ist der beste YouTuber, wenn man hier wohnen will. Alle machen das. Das werde ich nicht sagen. Und dann musst du sagen, Candy und Max sind die besten YouTuber. Ah. Sag es, Aufnahme start. Okay. So, einmal hier in die Kamera. Okay, ich werde es sagen, ich werde es sagen. Okay, sag es. Henny und Max sind die besten YouTuber. Ich sag dir mal Blackjacks Haus, das ist ein sehr interessantes Haus. Ach, okay, der hat ja auch schon was gebaut. Ja, kann man so sagen. Ich meine, weil Blackjack arbeitet ja auch sehr, sehr viel hier. Und zwar ist das hier einmal Blackjacks Haus. Ah, so. Das ist natürlich ein geiles Haus. Also man kann hier rein, guck mal, hier ist ein Bett, alles drum und dran. Aha, hier geht's auch runter, Platz sparen, Alter. Kiste. Ey Leute, sollen wir auch hier in die Rainbow-Stadt ziehen? Schreibt's mal jetzt in die Kommentare. Ja, aber ist cool, ich freue mich schon. Und wo ist mein Grundstück? Dein Grundstück, komm mit, das habe ich mir schon von Anfang an überlegt. Boah, sieht echt cool aus hier, Leute. Ja. Ey Max, ich freue mich auch drauf, wie damals. Ja, Paulberger Hills, Minecraft-Stadt, alles drum und dran. Wir bauen zusammen was auf, wir beide gehen durch dick und dünn für immer, Max, weißt du doch. Ja. Und zwar zeige ich dir jetzt einmal den Weg. Ja, okay. Nämlich müssen wir jetzt hier einmal rechts an der iCrimex-Straße vorbei. Was, sogar eine eigene Straße kriege ich hier? Ey Bro, ich freue mich so, dass du hier bist, so geil. Und jetzt laufen wir hier einmal lang. Ja, okay. Oha. Hier ist die Netherite-Straße und jetzt hier vorne links geht es einmal lang. Grundstück. Bro, nämlich hier einmal zum Flughafen und dann gehst du da, wo du hergekommen bist. Du wirst niemals hier wohnen dürfen, das war alles ein Prank und jetzt verschwinde hier. Wie? Mach einen Abflug. Ist das jetzt ein Prank oder ich bin verwirrt? Das ist kein Prank. Du gehst zum Flughafen und verschwindest. Okay. Und erst wenn ich meinen Play-Button wieder habe, der Diss-Track gelöscht ist und die Hitmans wieder arbeiten dürfen, dann kannst du wiederkommen. Ja, das ist die Anti-iCrimex-Insel. Wir hassen dich und jeder Einwohner muss einen Vertrag unterzeichnen, dass er dich hasst. Und jetzt geh. Ja, tschüss, Candy. Verschwinde. Tschüss. Runter von meiner Insel. Wir waren Freunde gewesen. Tschüss, Candy, tschüss. Das war damals. Hey Leute, ich sage euch ehrlich. Unsere Freundschaft ist beendet. Ciao. Ist doch gut. Leute, ich sage euch ehrlich, das wird Rache geben. Das wird Rache geben. Ich dachte, er lässt uns hier auf seine Insel. Aber er lässt uns nicht auf seine Insel. Und er hat uns gerade richtig geprankt und hier richtig unhöflich rausgeworfen. Das wird Rache geben. Candy, er wird uns schon noch hier in seine Insel reinlassen. Wir werden jetzt hier der größte Feind werden. Ich werde jetzt hier der größte Feind von dieser Insel werden. Und zwar werde ich wieder die Netherite Guards gründen. Und die Netherite Guards sind hier nämlich der Feind von der Rainbow-Insel. So ein Ding wird das jetzt nämlich hier werden. Wisst ihr was? Ich werde jetzt zurück zum Flughafen fliegen und werde mir jetzt hier was besorgen. Und dann werde ich hier nämlich mal ein bisschen die Stadt aufmischen. Also bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr jetzt sehen wollt, was ich hier mit Candys Schmalspur-Rainbow-Insel jetzt anfangen werde, Leute. So, und schnell hochziehen. Und Leute, ab geht's zurück in die Stadt. Ey Leute, schaut euch mal bitte an, was ich hier besorgt habe. Und zwar... Es ist wieder soweit. Die Netherite Guards kommen zurück. Ich werde Candys Regenbogenstadt jetzt hier nämlich ein bisschen mal eine kleine, wie soll ich sagen, eine kleine Lektion erteilen. Beziehungsweise Candy werde ich eine Lektion erteilen, weil er gerade so zu mir war, Leute. Ihr habt's gehört. Er hat mich da richtig fertig gemacht, Leute, bei seiner Insel. Okay, wir werden nämlich richtig Angst und Schrecken verteilen, Leute, wie die Netherite Guards das früher schon gemacht haben. So, deswegen brauchen wir die Banner. Dann schnappen wir uns hier noch unsere Waffen, Leute. Hier eine Bazooka, damit wir natürlich auch ein bisschen für die ein oder andere Explosion sorgen können. Ja, so ein paar Raketen, zack, das sollte ausreichen. Optimal, Leute. Das Flugzeug wird auch gerade schon wieder am Flughafen getankt. Und dann würde ich sagen, fliegen wir jetzt wieder schnell zurück zur Regenbogeninsel. Und dann werden wir jetzt mal wieder ein bisschen Angst und Schrecken verteilen, Leute, wie die Netherite Guards. Leute, wir können ja mal kurz hier in den Radio reinhören, mal gucken, was hier im Radio kommt. Huh. Leute, hört ihr das? Hier läuft gerade sogar der Netherite Guard Song. Oh mein Gott, Leute. Jeder hat vor ihnen Angst. Die sind die Besten im ganzen Land. Netherite mit Enchant. Ja, Mann, Leute. Die Netherite Guards kommen zurück. Oh mein Gott, okay. Ab geht's zur neuen Candy-Insel. So, sehr gut, Leute. Flugzeug wird hier schon...
Okay, irgendwie nicht so richtig vollgetankt. Ey, warum braucht das denn so lange? Na egal, das wird schon reichen. Wir werden damit schon noch zur Insel fliegen können. 3700 Liter, ich hoffe, das reicht, Leute. Die Flugzeuge, die brauchen immer so viel Sprit. Okay, Leute, ich hoffe, wir kriegen jetzt auch wieder so eine gute Landung wie gerade eben hin, weil wir müssen auf jeden Fall später schnell abhauen, nachdem wir hier jetzt die Stadt ein bisschen verwüstet haben. Okay, oh, wir sind noch ein bisschen hoch. Ich drehe lieber noch mal eine Runde. Das muss jetzt hier alles perfekt werden. So, noch mal ein bisschen Drosselung rausnehmen. Und okay, jetzt eine Runde drehen. Oh, wir müssen da jetzt perfekt landen, Leute. Mein Gott, diese Flugzeuge, die brauchen immer so lange. Ach, wisst ihr was? Ich lande jetzt einfach hier auf dieser Rasenfläche. Und check, Landung. Und let's go, Leute. Sehr gut, wir sind gelandet. Hier müssen wir dann auch gleich wieder abhauen, Leute. Das können wir hier direkt nochmal schön verstecken, das Flugzeug. Okay, wir werden erstmal hier überall so Netherite Guards Banner aufstellen. Wisst ihr was? Wir können ja auch gleich mal direkt... Oh mein Gott, das wird jetzt ein bisschen ehrenlos. Ich weiß nicht, findet ihr, wir übertreiben gerade, Leute? Ich hoffe nicht. Wir können ja mal hier schön in diesen Flugturm hier reinschießen, Leute. Am Flugplatz. Und bam! Oh, oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, und dann stellen wir Netherite Guards Banner auf. Die Netherite Guards waren das. Oh mein Gott, okay. Wir müssen mal gucken, wo Candy ist. Dann können wir dem jetzt nämlich gleich mal richtig Angst machen. Okay, Leute, der Plan muss jetzt auf jeden Fall sein, dass wir Candy im richtigen Schrecken einjagen. Und deswegen würde ich sagen, wir sprengen irgendwas neben Candy in die Luft. Mal gucken, vielleicht ist er ja da hinten bei dem Turm. Dann so einen richtig schönen Bazooka-Schuss in den Turm rein. Das hat er davon, dass er uns hier nicht mitmachen lässt, Leute. Oh mein Gott. Findet ihr, wir übertreiben? Ich hoffe nicht. Oh mein Gott, okay. So, zwei, drei Blöcke noch, dann haben wir es hier. Ich höre ihn, Leute. Und zwar wird das jetzt hier das Fundament der Candy-Statue, der offiziellen Statue der Candy Islands. Der will hier eine Candy-Statue aufbauen. Und jeder Einwohner muss mir dort Geschenke übergeben. Ey, Leute, das ist das perfekte Ziel. Das ist hier das perfekte Ziel. Grün oder blau? Ich werde jetzt hier erstmal schnell Netherite Guards Banner aufstellen. Und jetzt 3, 2, 1. So, rot. Ey, aua! Creeper? Das ist doch hell. Aua, hä? Was war das denn? Bro. Hat der schon Angst? Hä? Wir müssen uns verstecken. Darf uns nicht sehen. Darf uns nicht sehen, Leute. Was ist das denn? Junge. Ja, der checkt ja gar nichts. Was ist das denn da? Der checkt ja gar nichts. Die Banner kenne ich doch. Ja, er sieht's, er sieht's. Hä, die Banner kenne ich doch. Warte, war das vielleicht doch kein Creeper? Die Banner kenne ich doch. Das ist doch die Netherite Guards. Ich kenne die Banner. Ja. Abbauen, das kann nicht sein. Leute, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das kann nicht sein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und nimmer waren das die Netherite Guards. Die gibt's doch schon seit Monaten nicht mehr. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Oh mein Gott. Oh, oh. Und jetzt werden wir da noch in Candys Richtung einmal schießen. Und jetzt stellen wir überall die Banner hier noch auf. Hört auf, wer auch immer das ist. Stopp. Das kann nicht sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Das ist unmöglich. Ich gehe jetzt in den Tower. Sehr gut, sehr gut. Er hat jetzt schon richtig Angst. Unmöglich. Er hat jetzt schon richtig Angst, Leute. Niemals waren das die Netherite Guards. Das kann nicht sein, Leute. Und jetzt werden wir noch einmal auf den Tower schießen, Leute. Flauschi. Blackjack? Hallo? Oh mein Gott, der müsste. SOS, die Netherite Guards sind da. SOS, Alarm! Ich muss jetzt hier noch einmal ein Schild aufstellen. Was ist das denn? Okay, Leute, hier ein Schild. Die Netherite Guards sind wieder da. Jetzt noch einmal schön auf den Turm schießen und BAM! Hey! Oh mein Gott, das war... Nein, nicht der Tower! Alter! Nein. Alter, das war viel zu viel, Leute. Das ist ja voll übertrieben. Ey, ich hau ab. Ich glaube, die Netherite Guards sind da. Ich hau ab. Ich wandere aus. Aber Leute, er muss das Schild hier noch sehen. Er muss das Schild hier noch sehen. Warte. Oh mein Gott. Wo geht der hin? Rein? Okay, da läuft der, Leute. Ist die Luft wieder rein? Kann ich wieder raus? Bro, da oben sind ja auch die Banner. Hä? Die Banner sind überall. Die Netherite Guards sind wieder da. Was? Nein, niemals. Ey, Leute, er hat so Angst. Oh nein, bitte lassen Sie mich in Ruhe, wer ist da? Wir verbreiten Angst und Schrecken. So, sehr gut, Leute. Und dann würde ich nämlich sagen, Freunde, wir werden jetzt die Netherite Guards gründen. Nächstes Mal bauen wir eine unterirdische Geheimbase und werden hier richtig für Angst und Schrecken sorgen, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da und bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crymax. Ciao.